Ich zeig dir heute 5 coole Einrichtungsideen für dein Haus in Minecraft. Legen wir aber auch sofort los. Unser erstes Design ist ein kleiner Kamin. Hierzu gehen wir hin und machen jetzt hier so ein Viereck aus Quarzblöcken. Aber ganz wichtig, die Mitte muss frei bleiben. Denn jetzt kommt hier so eine Säule hin, hier so eine Quarzsäule und hier oben nochmal 3. Als nächstes platzieren wir hier so eine umgedrehte Treppe, hier ein Lagerfeuer rein und davor eine weiße Glasscheibe. Von der Seite kommt jetzt hier so an die weiße Glasscheibe eine umgedrehte Treppe und auf der anderen Seite genau. Genauso. Auf diese Treppen drauf kommt jetzt jeweils ein Blumentopf und da rein kommt auf die eine Seite ein Farn und auf die andere Seite eine blaue Orchidee. Wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt hier noch so 2 Quarztreppen hin platzieren, hier eine und auf der anderen Seite auch nochmal. Als nächstes kommt jetzt hier noch jeweils so eine Stufe hin und fertig ist auch schon unser erstes Design. Kommen wir aber auch schon zu unserem zweiten Design und zwar einem kleinen Lager. Zuallererst gehen wir hin und platzieren jetzt hier so 3 umgedrehte Treppen. Als nächstes kommen hier so jeweils 2 Truhen hin und hier ein Eichenlaubblock. Nun gehen wir hin, platzieren jetzt hier so 3 Falltüren und diese klappen wir jetzt einfach um. Aber ganz wichtig, während wir die platzieren, müssen wir sneaken, da wir sonst nur die Falltüren umklappen und nichts platzieren. Als nächstes kommen jetzt hier nochmal so 3 Falltüren hin, hier noch eine Laterne und fertig ist auch schon unser zweites Design. Kommen wir aber auch schon zu unserem nächsten Design und zwar einem kleinen Hirsch. Hierzu platzieren wir so eine umgedrehte Treppe, hier jetzt einen ganzen Block hin und hier eine normale Treppe. Als nächstes gehen wir hier so mit 2 Zäunen so hoch und jetzt hier nochmal. Das Ganze machen wir jetzt noch auf der anderen Seite und fertig ist auch schon dieses Design. Kommen wir aber auch schon zu unserem vierten Design und zwar einem kleinen Aquariumbett. Hierzu bauen wir uns jeweils hier so 3 Blöcke nach hinten, machen hier oben 2 noch weg und hier unten. Unten rein kommt Sand, hinten hellblauer Beton und an die Decke kommen hier so Seelaternen. Jetzt platzieren wir hier einmal so 3 Glasscheiben, füllen den Boden mit so Tropenfischeimern und jetzt kann hier einmal ein Seetang hin und hier eine Hirnkoralle. Jetzt müssen wir schnell sein. Jetzt kommen nämlich hier 2 Eimer hin und das Ganze machen wir ganz schnell mit Glas zu. Wenn wir das gemacht haben, kommen jetzt hier so Fässer hin, wir sneaken einmal und platzieren jetzt hier so Leitern. Als nächstes kommt hier so ein Bett und nun platzieren wir hier wieder so 3 Falltüren. Wichtig aber sneaken und danach auch umklappen. Das Ganze machen wir jetzt hier noch auf der anderen Seite 1, 2 und 3 und wieder umklappen. Nun kommen jetzt hier noch so 2 Falltüren hin, wir gehen einmal hoch, sneaken wieder, platzieren hier so ein Bett, hier noch eine Truhe hin und fertig ist auch schon unser nächstes Design. Kommen wir aber auch schon zu unserem letzten Design und zwar einem kleinen Fernseher. Hierzu platzieren wir so 2 graue Scheiben, jetzt hier nochmal 4 Stück hin und hier nochmal 4 Stück. Als nächstes kommt an diesen Block hier ein Gemälde und obendrauf kommen jetzt so weiße Teppiche. Wenn wir das gemacht haben, kommt hier so eine Quarztreppe hin. Hier nochmal eine und dazwischen hier so Quarzstufen. Nun können wir jetzt hier noch so einen polierten Schwarzsteinknopf als Fernbedienung hin platzieren und bauen jetzt ein kleines Sofa dazu. Und zwar kommt hier jetzt eine Treppe so hin und hier noch eine so. Die beiden Blöcke machen wir weg und jetzt hier unten noch ein. Da unten rein kommt jetzt nämlich ein Lichtblock eurer Wahl und jetzt hier drauf so 2 Banner. Nun füllen wir das Ganze jetzt hier so mit Treppen auf und jetzt haben wir nämlich sozusagen ein Sofa mit Kissen. Jetzt können hier einfach noch so ein paar Teppiche hin und fertig ist auch schon unser letztes Design. So, und wenn du jetzt noch 5 weitere Designs sehen willst, klick doch einfach mal auf das Video, was ich dir jetzt auf dem Bildschirm verlinkt habe. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Video. Tschüss.